Herzlich willkommen bei uns im Reisebüro Silbertor in Brand-Erbisdorf am Markt. Wieder geht eine Urlaubssaison zu Ende. Wir bedanken uns bei allen unseren Stammkunden und wir hoffen, dass wir Ihnen helfen konnten, auch in diesem Jahr wieder einen glücklichen, erlebnisreichen und vor allen Dingen erholsamen Urlaub gehabt zu haben. Inzwischen ist der Urlaubssommer 2015 bei uns eingetroffen. Was ist dieses Jahr zu empfehlen? Neben unseren bewährten Urlaubsgebieten wie Mallorca und der Türkei gibt es auch viel Neues und Interessantes. Für die Familien ganz besonders interessant sind die Splash-Hotels mit vielen, vielen Rutschen, 10, 15 Rutschen für die Kinder. Das ist ein absoluter Familienspaß. Aber auch für Naturliebhaber haben wir ganz neue die Viverde-Hotels, zum Beispiel hier eine Finca, eine alte Komturei auf Mallorca, aber auch auf Gran Canaria oder in Deutschland. Für jeden, der Ruhe und Erholung sucht, ein absolutes Highlight. Außerdem wieder mit dabei sind natürlich die Fahrradreisen, sind unsere Kurreisen, auch besonders zu empfehlen Slowenien, ist weniger bekannt, aber ganz, ganz tolles Kurreiseziel und natürlich unsere Schiffsreisen. Mein Schiff bekommt eine neue Schwester, die Mein Schiff 4 geht 2015 in See, sodass wir dann 4 Wohlfühlschiffe haben und wunderschöne Routen empfehlen können. Das Königreich Großbritannien begrüßt die Mein Schiff. In Schottland warten grüne Landschaften, berühmte Schlösser und mit etwas Glück auch das Ungeheuer von Loch Ness auf See. Weiter geht es in die nordirische Hauptstadt Belfast, eine moderne Stadt mit Geschichte. Traditionsbauten und moderne Architektur bilden hier ein harmonisches Miteinander. Auch die Hauptstadt der Republik Irland, Dublin, ist immer einen Besuch wert. Ob im Frühling, Sommer oder spätsommerlichen Herbst, mit der Mein Schiff blühen England und seine schönen Nachbarländer richtig auf. Das irische Hafenstädtchen Cobb ist Ausgangspunkt für Ausflüge nach Cork. Nächstes Ziel: Guernsey. Die Insel am warmen Golfstrom ist Kronbesitz der britischen Krone. Von Southampton aus geht es in die britische Hauptstadt London. Die Stadt der Trends, der Popkultur, der Tradition und Wohnsitz der Queen. Mit dem uralten Stonehenge erleben Sie Mystisches und Fantastisches auf Ihrer Reise. Was ist in diesem Jahr bei der Urlaubsplanung besonders zu beachten? Wir benötigen für die Empfehlung Ihres Traumurlaubes mehr Zeit, weil die besten Preise in den Katalogen größtenteils tabu sind. Die angegebenen Hotelpreise gelten zwar, aber die Airlines haben inzwischen tagesaktuelle Preise im Angebot, sodass wir Ihr persönliches Reiseangebot schnüren müssen. Dazu kommt, dass wir auf vielen Flügen Ihre Gepäckstücke einzeln einbuchen müssen, beziehungsweise auch die Verpflegung. Fernreisen bestehen schon seit langem größtenteils aus einzelnen Bausteinen und um ein wirkliches Urlaubserlebnis zu haben, bedarf es ganz, ganz viel akribischer Arbeit, diese Reise zusammenzubauen. Wichtig ist auch bei Reisen in Nicht-EU-Länder, dass wir unbedingt zur Buchung möglichst den Reisepass vorliegen haben möchten. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Ihnen Ihren zukünftigen Urlaub planen zu können.